Hi alle zusammen, wir sind ProFlight Center, ich bin Sebastian, das ist Marc. Wir fliegen heute mit 6 Drohnen und stellen euch alle Drohnen vor. Wir haben heute hier unsere DJI Neo, mit der wir fliegen. Hier hinten haben wir unsere Mini 4 Pro. Die nächstgrößere ist unsere Mavic 3T. Dann haben wir noch die Mavic, die Matrice 4E hier. Unsere kleine große, die Matrice 30T und unsere ganz große 350 RTK. So, wir starten im Vergleich jetzt unsere DJI Neo mit der Mini 4 Pro. Die haben beide, sind in der gleichen Größenkategorie, wiegen beide unter 250 Gramm, sind somit nicht von den Regularien betroffen. Vorteil von der Neo ist, wir können sie übers Handy einmal fliegen, über die DJI Fly App. Wir können sie aber auch alleine fliegen lassen, ohne Handy, ohne alles. Und zwar mit den vordefinierten Programmen. Wir haben einmal den Folgenmodus, einmal den Drone-Shot, die Kreisbewegung, die Rocket und das Spotlight. Mini 4 Pro hat im Wesentlichen die gleichen Funktionen, nur hat sie nochmal Sichtsensoren bzw. Auch Abstandssensoren. Sie hat generell eine Umfeldüberwachung mit drin. Das hat die DJI Neo nicht. Also die DJI Neo fliegt euch gegen die Wand, wenn ihr nicht aufpasst. So, ich hätte jetzt gesagt, wir fliegen mal auf 10 Meter Höhe, 10 oder 20 Meter Distanz und schauen mal, wie wir die Drohnen noch erkennen können. Da merkt man auch, die Neo ist etwas langsamer im Flugverhalten als die Mini 4 und wir haben keine Distanzangaben in der Drohne bzw. in der Fernsteuerung, zumindest nicht auf dem Handy. Also wir sind jetzt auf 10 Metern Flughöhe, auf 10 Meter Distanz und man sieht doch deutlich den Unterschied, wie einfach im Vergleich zur Neo die Mini zu erkennen ist. Jetzt sind wir genau gleiche Distanz, gleiche Flughöhe und man sieht schon, dass die Mini deutlich besser zu erkennen ist als die Neo. Die DJI Neo ist dafür ausgelegt, sie auch in der Hand zu starten und zu landen. Das funktioniert recht einfach. Ihr platziert einfach eure Hand unter der Drohne und die Drohne fliegt alleine nach unten und landet bei euch in der Hand. Also Leute, nächster Test, nächster Vergleich letztlich. Beide Drohnen aus dem gleichen Segment. Rechts seht ihr die Matrice 4 und links die Mavic 3T. Unsere Matrice hier in dem Fall ist die Matrice 4E. Die jetzt dann ohne die Thermalkamera ausgestattet ist. Dafür standardmäßig, wie ihr seht, halt eben das RTK-Hütchen ist oben drauf. Okay, Sebastian, ich denke, wir machen das gleiche wie eben. Wir bringen sie mal auf 10 Meter, würde ich mal sagen, für den Anfang. Bei los geht's los. 3, 2, 1, los. Ja, genau, fliegen wir aber 20 Meter weit weg. An der Stelle sei vielleicht auch erwähnt, und wir sagen es auch immer in unseren A2-Kursen, bei hellem Wetter, bei gutem Wetter, bei hellem Hintergrund auch, schätzen wir Dinge näher ein, als sie tatsächlich sind, sind dann weiter weg. Die Mavic 3 ist halt schwarz bzw. dunkelgrau und die Matrice ist halt hell, die ist grau. Insofern würde ich sagen, die Mavic würde man auf weitere Entfernung vielleicht doch noch besser unterscheiden können vom Hintergrund. Also ich würde sagen, da ist die Fluglage noch gut zu erkennen. Ich bin jetzt bei 67. Gleichwertig. Also noch ein Stück, vielleicht ein bisschen höher. Ich bin jetzt bei knapp 50 Metern Höhe und Entfernung liegt bei knapp 100 Metern. So, ich finde, das ist immer noch sehr gut zu erkennen. Also ich kann deutlich erkennen, in welche Richtung die Drohne schaut. Also das wäre jetzt kein Problem. 100 Meter. Kein Problem. Unser letzter Test ist einmal die Matrice 30T und unsere 350 RTK. Sie sind die größten Consumer-Drohnen, nenne ich es jetzt einfach mal. Also gerade für BOS-Einheiten sind es die größten Drohnen, die Sinn machen. Beide Drohnen sind mit FPV-Kameras ausgestattet. Heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, hier auf dem Display, einmal eine Sicht über die FPV-Kamera zu haben und umzuschalten auf die, in dem Fall haben wir eine Wärmebildkamera, das H30T-Modul. Genau, mit Wärmebild, Zoom-Kamera und Weitwinkelkamera. Die FPV-Kamera eignet sich vor allem dann auch für den dualen Flugmodus. Ist, wenn man zu zweit unterwegs ist, BOS-Einheiten ist das, für BOS-Einheiten ist es sehr praktisch,
Dann hat man einen Drohnenpilot, der die Drohne steuert über die FPV-Kamera. Und der zweite Kamera-Operator in dem Fall, der dann die Wärmebildkamera bedient und dann Personensuchen damit macht oder Gebäude überwacht bei Bränden, sowas in der Art. Der Unterschied zwischen der M30T und der 350 RTK ist, dass die M30T ein festes Payload dran hat. Da kann man die Kamera nicht wechseln. Die 350 RTK ist modular aufgebaut. Wir haben die Möglichkeiten, eine einfache Gimbalaufnahme drauf zu machen mit einem Payload unten dran oder wie jetzt bei uns in dem Fall die doppelte Aufnahme. Somit können wir unsere Wärmebildkamera mit Zoomkamera zum Beispiel mit einem Scheinwerfer noch kombinieren. Die M30T hat einen 200-fachen digitalen Zoom und die hier jetzt angeschlossene H30T-Kamera hat einen digitalen 400-fachen Zoom. Genau. Jetzt hätte ich auch gesagt, wir fliegen mal, machen wir gleich 20 Meter hoch, 50 Meter weg. Auch von der Geräuschkulisse in dem Fall ein gewaltiger Unterschied. Da ist die 350 doch deutlich lauter. So, jetzt sind wir mit beiden Drohnen auf einer Flughöhe von 20 Metern und einer Distanz von 50. Beide Drohnen sind noch extrem gut erkennbar, auch in welche Richtung sie gehen. Da merkt man echt den Unterschied zu der Größe. Zum vorherigen Vergleich Mavic 3T, Matrice 4E. Dass man auf der Distanz die Drohne doch extrem gut erkennt. Also der Vilos-Flug ist da mit deutlich größerer Distanz möglich. So, jetzt bin ich auch genau bei 100 Metern. Und selbst auf 50 Metern Flughöhe, 100 Meter Flugdistanz, sind die Drohnen noch deutlich zu erkennen. Auch bei klarem Himmel, bei extremer Sonneneinstrahlung. Wir fliegen jetzt den nächsten Stop an. Der nächste Stop ist auf 100 Metern Flughöhe. Und 200 Metern Flugdistanz. Wir sehen uns gleich. So, jetzt sind wir sind beide auf 100 Meter Flughöhe, 200 Meter Flugdistanz. Und selbst bei der Distanz sind beide Drohnen noch sehr gut zu erkennen. Uns hat es Spaß gemacht. Ja, das war jetzt auch für uns mal ein schöner Vergleich. Ich meine, manche Dinge sind offensichtlich natürlich, ja, aber es ist immer noch was anderes, wenn man es dann wirklich sieht. Das war's für heute. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Und bis bald.